Diese kleine Führung durch das Magazin der Stadt- und Landesbibliothek, das normalerweise für Kunden der Bibliothek verschlossen ist, ist nicht nur ein Rundgang durch diese unterirdischen Räume, es ist eine Reise durch die über 100-jährige Geschichte der Bibliothek. Hier unten im Magazin ist Platz für 800.000 Bände, verteilt auf zwei Tiefgeschosse mit je 1.500 Quadratmetern. Die Bücher stehen in einer Kompaktusanlage, Regalen, die auf Schienen gleiten und leicht bewegt und zusammengeschoben werden können. Hintereinander gelegt hätten die Regalbretter eine Länge von 24 Kilometern. Hier werden gerade mit einer Hand 3.000 bis 4.000 Bücher bewegt. In diesem Magazin sind Bücher untergebracht, die seit der Bibliotheksgründung im Jahre 1907 gekauft wurden. Bis dahin hatte Dortmund überhaupt keine nennenswerte Bücherei, war aber durch die Industrialisierung zur Großstadt gewachsen und der Ruf nach einer städtischen Bibliothek wurde laut. Deshalb entschloss sich der Magistrat der Stadt, einen Bibliotheksfonds aufzulegen und vom Stadtbaurat Kulrich ein Gebäude bauen zu lassen, das Sparkassen- und Bibliotheksgebäude am Markt, direkt neben dem rekonstruierten Rathaus, dem ältesten steinernen Rathaus nördlich der Alpen. Bereits 1907 begann der Bestandsaufbau. Dies ist das erste Zugangsbuch, das Inventarisierungsbuch, in dem die Käufe verzeichnet wurden. Und das sind die ersten Bücher, die erworben wurden. Heinsius, Allgemeines Bücherlexikon in 5 Bänden. Zur feierlichen Eröffnung der Stadtbibliothek, auch genannt Wilhelm-Auguste-Victoria-Bücherei, benannt nach dem deutschen Kaiserpaar, standen im Mai 1908 22.000 Bände in den Regalen. Diese Bücherei, konzipiert im Stil einer Einheitsbücherei mit großem Lesesaal, sollte eine Bildungsbibliothek für alle Schichten der Bevölkerung sein, also der Unterhaltung, der Allgemeinbildung und der wissenschaftlichen Bildung dienen. Der erste Bibliotheksdirektor war Dr. Erich Schulz, der mit Weitblick, Enthusiasmus und gut vernetzt die Bibliothek aufbaute. In den Folgejahren wuchs der Bestand schnell und zu Beginn des Ersten Weltkriegs verzeichnete die Bibliothek schon 135.000 Bände. Viele Dortmunder Bürger beteiligten sich mit großzügigen Geld- und Buchspenden am Bestandsaufbau. In dieser Zeit, genauer 1913, entstand auch unser Förderverein, die Vereinigung der Freunde der Stadtbibliothek, heute Freunde der Stadt- und Landesbibliothek. In den 1920er Jahren formte Bibliotheksdirektor Schulz die Bibliothek zu einer der bedeutendsten wissenschaftlichen Stadtbibliotheken der Weimarer Republik. Sondersammlungen wie die Westfalika-Sammlung verschafften der Bibliothek überregionale Bedeutung. Die Westfalika-Sammlung enthielt fast lückenlos die Werke westfälischer Autoren der Vergangenheit und Gegenwart, sammelte westfälisches Schrifttum und war die Grundlage der westfälischen Bibliographie, deren erste Bände von der Stadtbibliothek herausgegeben wurden. 1932 verlieh der Provinzialverband Westfalen der Stadtbibliothek den Ehrentitel Landesbibliothek aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Bibliothek. Der Bestand der Bibliothek wuchs in den Folgejahren auf über 300.000 Bände an. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Bibliotheksgebäude in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 1943 beim ersten großen Bombenangriff der Alliierten schwer beschädigt. Von den 320.000 Bänden der Sammlung konnten nur 70.000 gerettet werden. Glücklicherweise waren bereits zu Kriegsbeginn besonders wertvolle Bestände wie Handschriften und Wiegendrucke ausgelagert worden und blieben so erhalten.
Die wenigen erhaltenen Bestände wurden nach dem Krieg provisorisch im Schulte-Witten-Haus in Dorstfeld untergebracht und blieben da für die nächsten 10 Jahre. Die Bibliothekare bemühten sich, verlorene Bücher auf Auktionen nachzukaufen. Wie schon zu Gründungszeiten der Bibliothek gab es auch jetzt eine große Bereitschaft in der Dortmunder Bevölkerung zu Geld- und Buchspenden. Auch der Förderverein engagierte sich sehr. Und dann wurden wieder Bücherkisten gepackt und umgezogen, denn am 2. Juli 1958 wurde das neue Haus der Bibliotheken am Hansaplatz eröffnet. Es beherbergte die wissenschaftliche Stadt- und Landesbibliothek mit Lesesälen, Musikbibliothek und einem 7-geschossigen Hochmagazin, das Institut für Zeitungsforschung und die Städtische Volksbücherei, die ab 1970 Stadtbücherei Mitte hieß. Der Komplex war einer der ersten großen Bibliotheksneubauten nach dem Zweiten Weltkrieg. Fast 4 Jahrzehnte lang war die Bibliothek am Hansaplatz Anlaufpunkt für Bibliotheksbenutzer, streng getrennt in Freihand- und wissenschaftliche Magazinbibliothek. Raumnot in den Benutzerbereichen, Platzmangel im Magazin, unzureichende technische Möglichkeiten, aber auch unterlassene Bau- und Brandschutzmaßnahmen und Asbestbelastung führten 1995 zu dem Ratsbeschluss, das Gebäude aufzugeben und gegenüber dem Bahnhof ein neues Bibliotheksgebäude zu errichten. Und so wurden knapp 40 Jahre später die umfangreichen Bestände aus Bibliothek und Hochmagazin wieder eingepackt und fanden ihren, hoffentlich jetzt endgültigen, Platz im Tiefmagazin der neuen Zentralbibliothek, die am 19. Mai 1999 am Königswall eröffnet wurde.